Rio de Janeiro ist derzeit der Nabel der Surferwelt. Am Barra de Tijuca-Strand kämpfen die Besten der Szene um WM-Punkte bei der World Tour des Profi-Surferbandes ASP. Mit dabei ist auch der 10-malige Champion und Titelverteidiger Kelly Slater aus den USA. Man hat seine Ziele und will gewinnen, aber du weißt nie im Voraus, wie es läuft. Das hängt vom Augenblick ab. Mein Schlachtplan entsteht spontan. Die Konkurrenz ist hart. Fitness und Technik allein machen noch keinen Weltmeister. Ja, ich habe gute Chancen. Im Moment bin ich Dritter. Meine Boards fühlen sich gut an, aber alle sind derzeit gut drauf. Deshalb wird es schwer. Ich hoffe, dass die Wellen mitspielen. Auf die perfekte Welle hofft auch Lokalmatadorin Silvana Lima und auf den Heimvorteil. In deiner Heimatstadt ist es natürlich bequem, das Essen ist gut und alle kommen, um dich zu unterstützen. Das ist natürlich ein Vorteil und du willst dein Bestes geben. Oder einfach nur Spaß haben. Elena Blanchard aus den USA macht den etablierten Profis Druck. Die 21-Jährige hat ihre Karriere noch vor sich. Ja, Surfen wird definitiv immer populärer. Auch das Leistungsniveau wird immer besser. Und die Mädels sind so gut und süß. Good and cute, I don't know. Noch bis zum 22. Mai reitet die Surf-Elite beim einzigen WM-Wettbewerb in Südamerika Wellen um die Wette. Dem Besten winkt ein Scheck von $500.000.